Unsere Reise führt uns von den kleinen Ortschaften in einen turbulenten Ort direkt am Balaton. Siofok, einst ein staubiges Dorf, kam 1861 mit dem Bau der Südeisenbahn zur Blüte. Mit einem Schlag war es Zentrum der Badekultur am Balaton. Der Name der Stadt kommt wohl aus der Ursprache und bedeutet so viel wie Wasserlauf. Heute Sommerhauptstadt des Landes genannt, hat Siofok den zahlreichen Touristen einiges zu bieten. So dem Wasserturm mitten in der Stadt. 1912 erbaut, ist er das Symbol Siofoks. 2012 hat der eigenwillige Turm seinen 100. Geburtstag und wird gerade für das Jubiläum herausgeputzt. In einer kleinen Gasse unweit des Zentrums entdecken wir das Eiermuseum. 2003 eröffnet, bietet es zahlreiche, liebevoll aus Eiern gefertigte Kunstwerke. Truthahne, Wildente und Fasan. Das Ei ist in vielen Völkern etwas Besonderes. Symbol des ewigen Lebens, der Wiedergeburt, der Vollkommenheit. Selbst magische Kräfte schreibt man ihm zu. Was gibt es hier nicht alles zu entdecken? Nachgestaltete Eier aus Gold, Eier mit wunderschönen Ornamenten verziert, selbst Eier, wo mit Handarbeit feinste Stücke herausgebrochen sind. Oder auch Eier, die als kleine Schmuckdöschen dienen. Wir sind ganz begeistert und fasziniert von all diesen kleinen Kunstwerken. Übrigens, jedes Jahr im Herbst treffen sich Tausende zum internationalen Eierfestival in Siofok. Unweit des Wasserturms finden wir in der Innenstadt die römisch-katholische Pfarrkirche von Siofok. Die Ungarn sind sehr gläubig und die Kirche ist ein besonderer Ort für sie. Die Christusfigur des Hauptaltars hat ein Tiroler Meister im 17. Jahrhundert erschaffen. Viele mittelalterliche musikalische Feste finden hier statt. Die Orgel der Kirche ist die größte in der Umgebung. Etwas abseits gelegen begrüßt uns eine riesige Holzkirche in Form einer Eule. Auch wenn es nur wenige Lutheraner in der Region gibt, so ist diese evangelische Kirche sehr beliebt. Vor über 20 Jahren wurde sie geweiht. Mit der Kirche entstand das Boot Christi am Ufer des Balatons. Jetzt beherbergt der Ort 150 Sitzplätze für die kleine Gemeinde. Der Altar liegt traditionell im Osten. Das Holz und die vielen Glasflächen geben dem Innenraum der Kirche ein warmes Licht. Überall finden sich kleine Holzkunstwerke in diesem Kleinod von Siofok. Siofok hat nicht nur dieses besondere Handwerk zu bieten, auch moderne ungarische Kunst gibt es zu erleben. In der alten Brotfabrik ist die Produktion längst ausgezogen. Seit 2007 gibt es an diesem Ort wechselnde Ausstellungen von ungarischen Künstlern zu sehen. Bilder in allen Varianten. Wirklich eigenartige Skulpturen. Fotos und sogar Kunst zum Mitmachen gibt es in den langen Hallen und verwinkelten Räumen zu entdecken. Mit einem letzten Blick auf den Balaton im Hafen von Siofok verlassen wir diesen schönen Ort und freuen uns schon auf Budapest an der Donau.